So, Hallihallöchen, Hänsel Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger Teil 1. Vor uns ist der Boss der Fiesewichtsbande? Ja, Fiesewichtsbande. Gunther. Und ein Entei. Ja, er hat gesagt, wir können machen, was wir wollen. Also, was machen wir? Wir befreunden uns mit Entei. So, was macht der Typ? Der ruft Magmas. Okay. Ruft er mehrere Magmas oder ist es jetzt einfach so ein lustiges Feature? Ja, chill doch mal. So. Alles klar, ist gefangen. Gehört jetzt uns. Okay, er braucht 9 Runden. Wie ist denn das jetzt mit Wasser, ne? Ich meine, wir können ja jetzt hier Blubberbläschen machen und... Oh, mit dem Quapsel ist es ja super easy. Quapuzzi. Entei ist ein legendäres Pokémon, das du einfach auch schnell fangen konntest. Naja, das Flammen heraufbeschwört und kontrolliert. Ja, Glurak war definitiv schwerer. So, was ist das Entei gefangen? Damit habe ich zugegebenermaßen nicht gerechnet, aber nicht so tragisch. Mein Experiment war ein überragender Erfolg und wir haben einen entscheidenden Schritt nach vorne getan. Mit meinem Fangkommen kann man selbst legendäre Pokémon ohne große Fähigkeiten fangen. Ja, leider kann man das Verhalten der legendären Pokémon noch nicht völlig kontrollieren, aber auch das sollte bald möglich sein. Eine kleine Änderung hier und da, wir könnten mit dem Tag heute zufrieden sein. Obligatorische böse Lache. Naja, beste Grüße an Professor Hastings, den Chef der Technikabteilung der Ranger-Vereinigung. Oh ja, vergesst auf keinen Fall Grüße auszurichten. Ich bin's nochmal weg. Ja, easy. Welt wieder gerettet. Katastrophe eingedämmt. Kriegen wir einen Rank Up? Ja, oder? Auch wenn wir dafür verantwortlich waren. Moin, Area. Was geht? Was? Die Beben werden schwächer. Habt ihr vielleicht Entei gefangen? Was? Das ist... Ich möchte alles darüber erfahren. Und letztes Glurak. Ihr habt das gefangen. Und dann die vierte Prüfung. Das ist furchtbar. Wie dumm seid ihr eigentlich? Ihr seid da ohne eure eigene Schuld in einen ganz schönen Schamosse geraten. Ja, okay, das ist doch nicht unsere Schuld. Ach, sieh mal, ein Glurak. Eventuell dasselbe Glurak, man weiß es nicht. Warum hat denn Nintendo so eine Obsession mit Glurak? Ich meine, es gibt auch Mega Glurak in 2 Versionen, aber die anderen Starter werden irgendwie voll außen vor gelassen irgendwie. Das war das Glurak? Es hat immer noch Schmerzen, aber es schien auch irgendwie dankbar zu sein. Lass uns nach Sommerling zurückkehren und Andreas von den Geschehnissen berichten. Wenn ich mich recht erinnere, war das ja auch in Super Smash Bros. Brawl, also der Wii-Version, so. Wenn man den Pokémon-Trainer gespielt hat, dann hatte er drei Starter-Pokémon. Er hatte Shiggy, Bisasam, Knosp und Glurak. Also auch da die letzte Form. Warum ist denn da so ein Fokus auf Glurak? Ich meine, das ist einfach ein Feuerdrache. Ohne Dracheneigenschaft. Also, weiß ich jetzt nicht, was die damit haben. Aber schon merkwürdig. Gut, danke für den Bericht. Ja, die Beben sind chilliger geworden. Sorry, dass ihr das mitmachen musstet. Sorry, dass ich euch nicht helfen konnte, aber ich musste hier chillen. Es war mein Fehler, die Prüfung überhaupt zu erwähnen. Vergebt mir. Ja, alles deine Schuld, Mann. Nein, du hast uns gewarnt, aber nein, die einzigen Schuldigen sind eigentlich die Power-Rock-Typen. Ich nehme trotzdem die Verantwortung und werde das auch in dem Bericht erwähnen. Naja, es ist nicht unsere Art, sauer zu sein, weil wir reingelegt wurden. Komm schon, lächelt mal. Ihr seid ein Sommerling. Das ist Happy-Ling quasi. Das war eine ganz schöne Tortur. Aber du hast das gut gelöst. Vielleicht bist du doch nicht so schlecht. Nun, es erwartet eine Mission im Herbst auf mich. Ich muss gehen. Wie, jetzt kein Rank-Up. Für die... Ja, ich hoffe, es kommt selten vor, dass da jemand das Area-Loop erwähnt. Wow. Ah, Hastings, ja. Grüße, moin. Ich brauche dich in Herbstnau. Alles klar. Ich habe auch so eine Nachricht bekommen. Er nennt keine genauen Gründe. Aber es muss wichtig sein. Du weißt, wie ungeduldig der Professor sein kann. Also, hurry up, Mann. Okay. Was? Keine Erklärung? Ja, alles klar, Mann. Klar, dann erklären wir gar nichts. Let's go! Oh, Peter, du bist hier. Ja, wir werden uns auf dem Weg zur dunklen Fabrik machen. Die Power-Rock-Bande hat meinen Super-Fangkopf untersucht und nun ihren eigenen entwickelt. Und sie produzieren ihre neuen Fangkopfs genau hier in Herbstnau. Ja, wer hätte das denn gedacht bei den 4 Städten, die es insgesamt auch hier auf der Welt hier gibt?
Aber damit kommen sie nicht durch, nicht direkt vor unsere Nasen. Deine neue Mission lautet folgendermaßen: Untersuche, was in der dunklen Fabrik vor sich geht. Hä? Was? Achso, es ist okay, eine Mission von mir anzunehmen? Ja, ja, keine Sorge, ich bin der Chef der Technikabteilung. Alles, was ich anordne, ist so gut wie eine offizielle Mission der Ranger-Vereinigung. Alles klar, Mann. Ich dachte eher, der fragende Gesichtsausdruck ist, weil wir nicht wissen, wo die Fabrik ist, aber... auf zur dunklen Fabrik. Okay. Ach, wir waren ja schon mal da. Und es stand ja auch auf dem Screen, dass die dunkle Fabrik ist. Oh, die haben den Zaun wieder repariert. Mission 7. Okay, wir müssen die Stromversorgung der dunklen Fabrik lahmlegen. Alter, wir hacken uns da rein. Ja, wie geht denn das jetzt? Oh, wir brauchen ein Passwort. Naja, geh mal beiseite und guck mal, wie wir das machen. Nur eine zweistellige Zahl? Power Rock PO Spielverkehr 09009. Okay, mal gucken. Wow. Hackerman. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sich die Tore so schnell öffnen würden. Naja, also passt. Okay, wir müssen einen Stromgrad-Generator finden. Ach, wir kommen hier gar nicht vorbei. Ja, das hier ist eine... Wow. Das ist eine sehr, sehr hohe Erhöhung tatsächlich. Oh, okay, warte, wir können hier rein. Aber wir können ja auch noch bestimmt das außenrum... Wie ein Volt. Boah, das Ding explodiert einfach direkt in unserer Fresse. Boom! Kleiner Suizidkommandant hier. Mit Voltballs. Oh, das ist für ein Funcom. Okay. Und ein Mauzi. Ah, hier sind ja richtig viele Balls. Crank. Boom. Und das ist... Wofür müssen wir denn den Müll verbrennen da unten? Ich meine, wir kommen ja auch so durch. So. Ach, wir hatten schon mal Makuhita. Okay. Der kleine Punching Bag. Es juckt die Leute auch nicht, dass hier draußen was einfach so explodiert. Okay, let's in wait. Hätten wir das Mauzi fangen sollen? Das hat auch zerschneiden, ne? Ich glaube, wir hätten es fangen sollen. No, don't kaboom us! Komm her, du Mauzi! Kuckuck! Schankedön? Oh Gott. Ach, drei auf einmal. Ja gut, dann macht man... Ja, dann haben wir jetzt ganz viele Sklaven schön zum Funcom aufladen. Nee. Jetzt haben wir 5 Voltballs gefangen, Alter. Und die rollen und rollen und rollen. So, Mauzi? Komm mal, nein, ich Hastings. Obwohl, Hastings, mach mal den Zaun kaputt. Schade, er agiert nicht wie ein Pokémon. Wie kommt man zu dem Fukano? Muss man von oben runterfallen? Ich glaube, man muss von oben runterfallen. Nein. Ich will... Ach komm, ja, Hochleistungsmaschine am Arsch lecken hier. Guck mal, wie der Rüpel jetzt zugucken kann, wie ein Ranger und ein alter Mann einfach vor seiner Fresse irgendwo runterfallen.
Das war wahrscheinlich sein Highlight des Tages. Feuer, wow. Spuckt Asche aus und kann sonst gar nichts. Top, war voll crank. Okay, hi. Ich habe keine Ahnung von eurer Mission, euren Rängen und diesem Ranger-Zeug, aber es nervt mich. Muss denn immer diese Show sein? Fang Versuch los, muss das denn immer sein? Ja, ich liebe es zu schreien. Fang Versuch los! Allahu Akbar, los! Fang Versuch... Versuch gelungen. Ihr Ranger habt so ein Glück. Könnt Kommandos wie Fangversuch los sagen. Schon irgendwie cool, Mann. Ja. Hm. Was ist denn das für ein Haufen? Pokémon, go, go! Ey, geil! Wir sehen so eine Generalprobe von denen. Du bist ja in Eile, bleib trotzdem kurz stehen. Hast du uns erst gehört, willst du nicht mehr gehen? Bei diesem wilden Rhythmus wackeln die Wände. Und die Melodie spricht mehr als 10 Bände. Wer uns nicht kennt, wird uns bald kennenlernen. Magnus Gideon, Björn Angelina. Das Power Quartett ist die neue heiße Band unter den aufstrebenden Popstars. Ein Name, einmal gehört und nie wieder vergessen. Das Power Quartett. Genug geprobt für heute. Oh, Proben ist todlangweilig. Wegen dieser Einstellung hast du gegen dieses Kind verloren. Mir ist es so oder so egal. Lass uns diese nutzlose Diskussion beenden. Ich möchte von diesem schmierigen Ort verschwinden. Wenn ich nicht bald zum Shoppen komme, werde ich unausstehlich. Könntest du einmal etwas weniger ich-bezogen sein, Angelina? Gideon wird hier bleiben und die Fabrik im Auge behalten. Wir ziehen uns im Versteck zurück. Der Boss wartet auf uns. Du meine Güte, diese 14 eine ganz schöne Nummer ab, oder? Ich ziehe gleich deine Nummer ab, Professor. Ne Homo? Aha, ein Generator. Wir müssen ihn abschalten. Oh, da ist ein Pikachu drin. Wie kann man nur so grausam sein? Sie benutzt die Energie des Pikachu, um den Generator zu betreiben. Der einzige Weg, ihn auszuschalten, ist das Pikachu... Was? Egal. Peter, mach mal. Zweimal zerschnitten. Alles klärchen. Okay, komplizierte Maschinen. Mhm. Bantimos. Was konntest du nochmal? Oh, das konnte. Oh, das war eklig. Das muss man schnell fangen. Weil das macht so Scheiben und ich glaube, die bleiben auch eine relativ lange, ja, lange Zeit auf dem Feld noch. Also Bantimos sehr schnell fangen. Was produziert ihr denn hier? Ist das die Massenproduktion von Superfangcoms? Holy shit. Hochleistung steht in winzigen Buchstaben an der Seite. Oh, Pantimos ist schnell. Nein. Okay, es macht an derselben Stelle nochmal eine Barriere. Alles easy. Nee. Verschwinde. Zwei von den Dingern. Och. Nö, Mann. Wir lieben es, die Ranger zu ärgern. Wir müssen wiederum gar nicht und die Ranger uns ärgern. Okay, aber wenn ihr jetzt so bei mir beieinander bleibt und beide sofort so mir Barriere macht, dann seid ihr Idiots. Hell yeah, ein Level up. Na, kommst du ein bisschen schwitzen? Ich mag den Ausgang dieser Sache überhaupt nicht. Ich sollte mich wohl besser aufs Land zurückziehen und einen Neuanfang wagen, bevor der Boss das hier rausfindet.